Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pharao. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren in der Kampagne bei Bauer Ramses. Und ja, dann gehen wir in die Kampagne rein. Was haben wir denn hier jetzt am Start? Wir sind in Menefa, ne? Menefa. 2900 bevor Christus. Während der frühdynastischen Zeit schließen sich die Dörfer, die während der prädynastischen Zeit gegründet wurden, nach und nach zum großen Königreich Ägypten zusammen. Die junge Zivilisation gründet eine Hauptstadt, befestigt ihre Grenzen, erobert die Gewässer und errichtet die ersten monumentalen Gräber. Ja, so, wir gucken mal. Die Gründung einer Hauptstadt. Ja, das ist unsere Aufgabe. Ist das also quasi Alexandria oder... Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen, was es nachher ist. Also ich werde euch im Abspann nachher oben, wenn ich was Passendes finde zu der Region, so wie immer, verlinken. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir Pyramiden. Vielleicht ist es Alexandria. Ich habe keine Ahnung. Ja. So, wie auch immer. Eine Stadt ohne Straßensperren ist eine ziemliche Herausforderung. Was die Wohnsitz und der Festplatz sind, alle sind einzigartig und etwas teure Gebäude. Ja, schön. Bis man... Also nachher macht man das meiste Geld über Handel und nicht über Steuern. Auch gut. Ist zu spät auf ein... ja, man kann das nicht so schnell lesen, ne? 4 Monate um 7 Soldaten. Also, wie auch immer, komm, fangen wir mal an. Nach langem Kampf hat König Aha sein Ziel erreicht und die beiden Königreiche Unter- und Oberägypten vereinigt. Nun hat er sich zum Pharao über ganz Ägypten ernannt. Als Zeichen seiner absoluten Souveränität und zur Festigung der ersten ägyptischen Dynastie hat Aha die Gründung einer imposanten Hauptstadt bei Menefer. Von hier aus will er seine aufstrebende Nation regieren. Da ihre Familie dem Land bereits seit vielen Generationen treue Dienste leistet, hat der Pharao sie als Architekten dieser herrlichen Stadt auserkoren. Und da die Hauptstadt das Symbol des Königreichs selbst ist, sollen die Bürger hier einen nie gekannten Lebensstandard genießen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie im Laufe der Zeit Handelsbeziehungen mit anderen Städten des Reichs aufnehmen und zumindest einem Teil der Bevölkerung bessere Bildungsmöglichkeiten eröffnen. Darüber hinaus müssen sie eine geweihte Masterbar für die Adligen der Stadt errichten. So, parallel habe ich mal im Google gefragt. Wenn ich Menefer eintippe, lande ich bei Memphis. War die Hauptstadt des ersten Gaus von Unterägypten. Ihre Ruinen befinden sich in der Nähe der Ortschaften Mifrahine und Helwan, etwa 18 Kilometer südlich von Kairo und gehört seit 1979 als Teil der Städte Memphis und seine Nekropole, die Pyramidenfelder von Gizeh bis das Schur zum UNESCO-Welterbe. Alles klar. Gut. Haben wir das auch geklärt. So, Escape wollte ich nicht. Wir müssen uns jetzt mal zurückfinden. Die Ufer des Nils. Beginnen Sie mit der Planung von Industriegebieten. Inzwischen wissen Sie bla bla bla, Tupferei bla bla bla. Drittpunkt, können Sie nun in den Optionen zum globalen Arbeiterpool wechseln. Dadurch erhält jedes Gebäude, das mit einer Straße verbunden ist, automatisch Zugang zu Arbeitern. Das war eine große Neuerung im Vergleich zum ursprünglichen Pharao, doch diese Option macht das Spiel zugänglicher und sorgt für mehr Spaß. Ja, gut, wir müssen uns erstmal hier zurechtfinden. Hier drüber war das, ne? Nee. Da unten kriegen wir Essen her und hier oben kriegen wir Essen her. Okay. Also ich würde sagen, wir gucken jetzt mal hier. Was haben wir denn noch? Monumente sind noch nicht freigeschaltet. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Arztpraxis, wir haben das, persönlicher Wohnsitz, Dorfpalast, Brücke, Fähre. Also Grundprinzip ist immer das gleiche, wir müssen erstmal mit Wohnhäusern anfangen. Produktion, Religion, jetzt habe ich natürlich auch eine Woche nicht gespielt und zack, muss man erstmal wieder alles suchen.
Also wenn wir hier uns um Essen nachher kümmern werden, würde ich sagen, fangen wir erstmal hier an. So. Wohngebiet, die erste. Zack. Wohngebiet, die zweite. Zack. Wir machen direkt drei. So. Zack. Zack. Haben wir hier jetzt auch wieder 1, 2, 3? Ja, okay. Na ja, komm, das war jetzt eine Straße zu früh. So. Dann haben wir hier auch nochmal Wohngebiet. So. Zack, zack, zack. Ah, Mist, 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 Mist. So. Haben wir hier Wohngebiet. Dann gibt es hier nochmal eine Querstraße. So. Zack. So. Haben wir das. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist noch... Ich weiß nicht. Ich würde sagen, hier machen wir mal so einen Stopfen hin. Und erstmal machen wir hier die Stadt zu. Dann brauchen wir Dienstleistungen. Ne, wir brauchen... Apotheke? Nein. Lebensmittel. Wir brauchen Wasser. Ja. Da wird kein stört. So. Kann man auch so machen. Zack, jetzt kriege ich meinen Wasserbrunnen da auch hin. Zack. Dann haben wir hier oben schon mal vier von den Dingern. Genau. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Essen. Essen, Essen, Essen. Arztpraxis ist erstmal egal. Wir brauchen so ein Gedöns hier noch. So. Warte mal, nee, 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 ich habe eine andere Idee. Den rufen wir wieder weg. Da kommen wir nachher noch irgendwie ein paar... Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. So, wie heißt das Ding jetzt? Dienstleistung. Verschönerung. Unterhaltung. Da können wir so ein Ding schon mal hinsetzen. Zack. Und dann können wir hier drum... Wie heißt das denn? Ja... Na komm, Lagervertrieb, gucken wir gleich nach. Industrieerzeugnis, das ist mir jetzt gerade auch egal. Das ist mir egal. Ich, boah, muss mich erstmal orientieren hier. Polente. Dann brauchen wir eine Feuerwehr. Und wir brauchen auch noch hier von Architektenbüro. Der kommt hier hin. So, haben wir den. Dann müssen wir mal gucken, was brauchen wir noch. Wir brauchen hier unten... So, Arbeiterlager, Kichererbsenfarm, Gerstenfarm. Ah. Ernte im April. Dann gibt es hier natürlich noch ein Arbeiterlager. So. Das heißt, den können wir auch mal wegrufen. So. Dann brauchen wir hier oben Lebensmittel, Landwirtschaft. Erstmal ein paar Kichererbsen farmen. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Muss ich vielleicht auch noch ein bisschen machen. So. Lagervertrieb, Lebensmittelproduktion. Tongrube, Brauerei, Töpferei, Papyruswerkstatt. Aha. Ich brauche aber erstmal was zu essen. So. Ich kann sie noch nicht bauen. Oder? Ja, richtig. Räumiges Wohnhaus. Wir haben keine Straftaten gemeldet. Sehr gering. Kann nicht einstürzen. Der Gesundheitszustand ist sehr gut. Aha, wir brauchen auf jeden Fall noch was zu essen hier unten. Das ist doch irgendwie ein bisschen blöd.
Kann man hier unten vielleicht? Oder brauche ich hier... Warte mal, hier haben wir auch noch Wiese. Da, ne? Wahrscheinlich muss ich das hier drin machen. Eieiei. Okay. So. Das heißt, wir müssen mal... Falls nicht etwas unternommen wird, Nilflut die Stadt für ihre Respektive bestrafen, weil nächste Mal schon alle in ihrem Einzugsbereich liegenden Farmen vernichten. Alles klar. So. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eben Osiris. Ja, guck mal, das heißt, der Osiris, der kriegt sein Tempelchen. Ziemlich genau. Oh, der ist drei Felder groß, ne? Ha. Kann das Ding nicht ein bisschen eine andere Größenordnung haben? Da kommt der hier hin. Puff. Dann haben wir hier den Osiris. Hier haben wir den. Oh, jetzt haben wir das schon direkt in der Grippe. So. Dann kommt hier nochmal so ein Ding hin. So, wir müssen mal gucken. Da oben ist die Pest los gerade. Pest ist nie gut. Das heißt, wir brauchen jetzt noch... Wie heißt das Ding? Erstmal Arznei. Versorgung. Papa. Wo ist es denn? Religion? Nein. Hier drunter. Arztpraxis. So, die kommt schon mal genau hier auf die Ecke, also so. Zack. Dann haben wir noch eine Apotheke, die ist ein bisschen kleiner, ne? Und hier hin. Dann brauchen wir noch einen persönlichen Wohnsitz. Aha. Auf Grasfläche. Das muss alles auf Grasflächen. Aha, das ist natürlich auch so eine Sache für sich. Arztpraxis. So. Wird hier nochmal eine Arztpraxis. So, ich glaube, jetzt haben wir aber alles eigentlich so verbrauchen. Brauchen nochmal eine Apotheke. Guck mal, wenn die Straße so durchgeht. So, haben wir das. Was brauchen wir noch? Dann brauchen wir ein Gericht. Okay, so groß sind wir noch nicht. Müssen wir nachher mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall Hygiene. Nein, wir brauchen Mann. Hier drunter. Arbeiterlager. Arbeiterlager ist da oben. Das können wir schon mal direkt wieder abreißen. Das brauchen wir hier oben nämlich nicht. So. Arbeiterlager brauchen wir hier. Ist das alles, wo wir Essen produzieren können? Eieiei. Oder haben wir noch die andere Uferseite? Ne, ist alles. So, das heißt, wir brauchen erstmal... Was ist das Ding? Arbeiter. Lager und Vertrieb. Silo, nein. Ein Arbeiterlager. Das kommt hier hin. Machen wir direkt zwei hin. Ja. So, damit haben wir das da. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wie machen wir das denn hier? Lebensmittel und Wirtschaft. Kichererbsenfarm. Ach, wir haben gerade Flut, ne? Mhm. 1, 2, 3. Ja. Lalala. Wir müssen warten, bis wir wieder Ebbe haben. Wir müssen echt warten, bis wir Ebbe haben. Aber gut, dann können wir schon mal die anderen Vertriebszweige schon mal aufbauen. Das heißt, wir brauchen Feigenkichererbsen. Bazar.
heißt, wir brauchen hier erstmal ein Silo. Zack. Jetzt haben wir auch so, wie es sein muss. So, ist zwar noch nicht komplett ideal. So, mach mal. Was habe ich denn da jetzt? So. So, dann geht das hier nochmal weiter, hier nochmal weiter. Ist ja perfekt sein Fruchtbahn. Okay, das ist schön. Oh, dann kommen jetzt hier wieder ein paar Kichererbsen hin. So. Haben wir das noch? So. Dann brauchen wir nochmal ein bisschen was Gerste. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir alles mit einer Straße zusammenkriegen. Also ziehen wir die erstmal so. 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 Das ist das. Hinten noch eine parallel laufende Straße. So. So, was brauchen wir noch hier hinten? Nochmal ein Schrein. Ja, ich komm. Zack. Zack. So, haben wir ein paar Schreine von den Dingern da. Was brauchen wir noch hier hinten? So. So, kann jede Art im Land verwendet werden. Fleisch, Getreide, Feigen. Kichererbsen. Kichererbsen, Gersten produziert. Okay, das heißt, wir brauchen auch noch ein Warenlager hier hinten. So. So. Haben wir das. Dann brauchen wir hier unten erstmal ein paar Marktplätze. Wie heißen die Dinger? Bazar, ne? Produktion? Nein. So, Tongrube, Brauerei, Töpferei. Ne? Dienstleistung. Apotheke. Was ist das denn? Sicherheit, Verwaltung. Verwaltung ist auch verkehrt. Lalalalala, Bazar. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch welche. So, kommt hier mal ein Bazar hin. So, kriegt er hier nochmal einen, hier einen. Ach ja, und hier zwischen auch nochmal einen. Ich hätte den auch besser hier platzieren können, ne? Jetzt mal den hier hin, kommt der untere weg. Kommt da halt Gerichtsgebäude, von dem wir eigentlich vorhatten, das mal irgendwo zu bauen. So, wir brauchen noch eine Jonglierschule. Wir brauchen ein Konservatorium. Hoch. Außer das belohnt die Fällen. Nee, nicht so, wird sehr viel besser ausfallen als erwartet. Sehr schön. So. Mhm.
Schongrube. So in der Nähe vom Wasser produziert werden. So, das heißt, wir haben hier hinten Tongruben. Zack, 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 zack. Achtung, Gebäude muss ich neben einer Straße befinden. Ja, ist mir schon bewusst. So. Aber heißt für mich schon mal Tongruben. So. Tongruben. Tongruben. So. Tongruben sind am Start. Lager. Kann dann hier oben irgendwie noch hinkommen. So. Was brauchen wir noch? Produktion. Tongruben. Töpfereien. So. So, du nimmst an. Abbrechen. Nichts annehmen. Nichts annehmen. Töpferwaren annehmen. Ziegel. Kichererbsen. Nichts annehmen. Alles annehmen. Genau. So, der ist nur dafür da zuständig. So, haben wir das. Dann brauchen wir noch das nächste. Aus Gerste, Brauerei. Zack, zack. So. Nichts annehmen, alles annehmen. Nichts annehmen. Nichts annehmen. Nichts annehmen. Nichts annehmen, alles annehmen, nichts annehmen. So, der hat nur die beiden. So, und der hier, alles annehmen. So, damit haben wir das. Jetzt ist die Frage, Kichererbsen, Gerste, ne? Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr als Gerste. So, wie heißt das hier? Dienstleistung, Lebensmittel und Wirtschaft. Wir brauchen noch mehr Kichererbsen. So. 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 Gesund. Jetzt ist die Frage. Arbeitslosigkeit 73%. Wieso arbeiten die denn nicht? Ja doch, jetzt geht es los. Und Personal nützt ihnen ungefähr so viel trockenes Loch. Es wohnt keine Arbeitskräfte in der Nähe. Wurde mit Wohlwollen registriert, falls eure Sirius. Danke. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Müssen die natürlich auch noch in der Nähe wohnen, haben die Arbeit. Aha, das ist natürlich... Spezialattraktivität? Nein. So, Option. Option. Raubtiere, ja, Sheetcodes? Nein. Alterssimulation. Rekrutiere. Aha. Aufseherpause. Skripte in allen zu verlegen Gärten beim Klicken anziehen. Wählen Sie Ihre Gärten.
Warte mal. Er hat genauso die Statuen platziert und die aussehen. Ah, das ist sehr gut. Schwierigkeitsgrad normal. Docks alles annehmen, alles annehmen. Warte mal. Alle Gegner haben die gleiche Standardreichweite. Jede Art hat eine eigene Reichweite. Einige können mehr Felder abdecken als andere. Alles annehmen. Raubtiere. Streifen die Karte. Cheatcodes. Sie können cheaten. Hat Zugang zur Arbeitskraft, solange es an eine Straße angeschlossen ist. Schicken Retüre auf die Suche nach Arbeitskräften in bewohnten Häusern. Und keine Arbeitskräfte in der Nähe. Ist doch Blödsinn. Naja, gut, dann lassen wir hier noch ein paar Leute in die Richtung wohnen. So. Machen wir es so. Dann haben wir da auf jeden Fall Menschen wohnen. Und hier oben, das ist wahrscheinlich genau das gleiche Problem. Ja. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen natürlich noch andere Sachen. Nicht nur Unterhaltung, so ein bisschen, ne? Mhm. So, das heißt, wir haben aber auch bestimmt noch irgendwo so einen riesen Platz, genau. Unter der Voraussetzung reißen wir hier mal eben die Mitte ab. So, das sind 1, 2, 3, 4, ne? 5. Das heißt, die beiden, dann ist das hier Mitte. Hat mich aus meinem Haus geschmissen. Ja, ist richtig. So. Dann ist hier mit C3-3. Und hier kommt dann dieser Marktplatz hin. So. So. Müssen wir mal eben gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall möchte ich dann hier diesen Marktplatz, Religion. So. Wie wir das handhaben, weiß ich noch nicht. Aber. So, müssen wir mal eben gucken. So. Zack, zack. Und die Straße kommt da auch nochmal raus. So. Hm. Zack. Soll ich mal gucken. So, also, die Straße kommt so, die geht hier dran. Das heißt, wir haben hier nochmal eine Reihe mit Häusern. Richtig, richtig, richtig. Zack. Mhm. Die Reihe mit Häusern. So. Ich sage, machen wir in der Mitte nochmal einen Bazar hin. So ein Ding für Unterhaltung. Ja, können wir da noch hinsetzen. Genau, die machen wir nochmal hier weg.
So. Machen wir das, das, das. Dann müssen wir mal gucken. Verstanden. Mhm. Sehr gut. Müssen wir eben gucken. Boah. Religion haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Pyrus kommt noch. So. Schönen Bazar hier in der Mitte. Haben wir den noch da am Start? So, haben wir hier noch sowas? Genau. Schreine, dann gibt es hier nochmal so Statuen, ne? Platz, Gärten. So. Ein paar Gärtchens. So, das ist schon mal gut. Was brauchen wir noch? Gerichtsgebäude, persönlichen Wohnsitz. Ja, den können wir mal hier oben hinsetzen. Und hier hinten kommt dann der Palast hin. Zack. Dann brauchen wir hier unten natürlich nochmal Bazar-Gedöns. Wie heißen die Dinger? Dienstleistungen. So, haben wir das, das, das. Wir brauchen noch ein Steuerbüro. Steuerbüro, das brauchen wir auch noch. Das kann... Wo können wir das denn am besten lassen? Hier vorne vom Kopf. Das lassen wir am besten hier so. Können wir mal eins hier so hinsetzen. Zack. Brauchen wir noch? Noch mal eine Feuerwehr. Polente. So ein. So. Ich will noch mal einen Schrein hin. Der Wassergott ist eh der wichtigste, ne? So, fertig. Jetzt müssen wir mal gucken, was brauchen wir noch? Wir haben Schulden. Krankheit bricht aus. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier auch alles irgendwie an Laufen kriegen. So. Kann nicht brennen, kann nicht einstürzen. So, ja, hier. Und noch ein Warenlager. Daneben. Und auch nochmal ein allgemeines irgendwie hier unten. So. Und dann brauchen wir hier unten nochmal Wasser. Wie heißt das Ding? Wasser am Brunnen. Dann kriegt ihr hier unten nochmal so einen Brunnen hin. Fertig. Hm, 40%ige Arbeitslosigkeit. Ist okay. So, segnet. Ernte aller Überschwemmungen wird doppelt so reich ausfallen, wie erwartet. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was jammert ihr denn hier so rum? Wir haben nicht genug Wasser, wie immer.
Es ist einfach nur die Wasserversorgung. An der scheitert es. Ja. Wolken? Ah, warte mal, hier können wir auch noch was abbauen. Produktion. Tonprobe. Schiffsammelstelle. Ah, Krankheit bricht aus, ja. Wir müssen mal gucken, was hier unser Steuerding sagt. Hm. Dorfadeling. Ja, den brauchen wir nicht. Wir brauchen mehr Steuern. Wir müssen Einnahmen kassieren. Da würde ich sagen, machen wir in dem Fall Steuersatz zu 10%. So. Handelsrufe Import. Import, Import, Export. Von Führers können wir exportieren, den Rest müssen wir importieren. Ah, kann ich auch was exportieren? Kichererbsen oder so? Nö. Ich kann nur das hier exportieren, Papyrus. Ah, Sensor, Gesellschaft. Interessant. So. Wie auch immer. Das ist jetzt das, was wir aktuell haben. So. Sehr gut. Haben wir das? Krankheit bricht aus. Ah, okay. Hier haben wir wieder Krankheiten. So. Die Straße können wir auch wieder abreißen. So, komm, das war irgendwie dämlich. So, können noch ein paar Wohnhäuser hin. So ein Viererblock. So, haben wir das auch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit fehlt uns denn hier. Wir haben Religion, wir haben das. Lagervertrieb, Silo. Jeder Art, Wasser. Was fehlt euch denn hier? Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Bazaar. Der hat nichts zum Verkaufen. Ne? Mhm. Das heißt, wir brauchen hier unten nochmal irgendwie ein Wasser. Gedöns. Aber brauchen wir hier nochmal irgendwie ein bisschen. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall Wasser satt. Nicht bei 40%. Ich finde einen Weg, dem zu verdienen. Mhm. Jetzt geht halt los mit dem Wasser hier. Das ist doch schon mal schön. Wir haben Steine, wir haben da vorne Wüstensand. Ja. So. Nahrungsmittel. Wir brauchen nur Nahrungsmittel und Wasser. Das ist immer so ein Problem. Na, also. So. Was haben wir denn hier noch so an Landwirtschaftszeug? Gerste im Februar und August. Produziert Kichererbsen. Also die Kichererbsen brauchen wir auf jeden Fall am meisten. Mhm.
Jetzt haben wir aber wirklich alles. So. Okay, komm, können wir auch abrupfen. So. So. Das heißt, dich so. Zack, zack, zack. Und wir brauchen noch mal ein paar, bisschen Arbeiterlager. Gedöns hier, wie heißen sie? Arbeiterlager ist Arbeiterlager, ne? Arztpraxis, nein, wir brauchen noch. Lebensmittel, nein. Lager. Was hier drunter? Arbeiterlager. Brauchen wir noch mal eins. So, davon brauchen wir noch ein bisschen was. Lebensmittel, was wir auch noch brauchen, ist noch mal ein bisschen mehr Wasser. Ist da hinten noch ein paar Wohnhäuser sein. So. Reis, so eine Sache für sich gerade wieder, ne? Brauchen wir hier hinten noch? Kichererbsenfarm, ja. Wir brauchen hier hinten nochmal einen Schrein. So. Dann brauchen wir noch... Ja, ist das Ding hier Lager, ne? Noch ein Warenlager. Ah, machen wir noch ein Warenlager. So, wie heißen die Dinger? Gerstenfarben? Nee. So. Na, guck an. Er wird das schon besser hier. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir alles irgendwie noch ans Laufen kriegen hier. Eieieiei. Guck an. Wenn man jetzt noch irgendwie hier Einnahmen kassieren würde, ne? Überall sehe ich offene Stellen. Vielleicht kann ich ja mit mehr als einem Job jonglieren. Ein neues Fest abhalten. So, Warnung. Ah, ich habe nicht genug Deben. Kichererbsen. Wasser. Nicht geholfen. Kettwaren. So, wo war das jetzt? Aufseher, Unterhaltung? Ne, wir haben hier. Eröffnen. Export, Import, Import, Import. Nein, ich möchte dir. Entlagerung. Dieses Gewerbe aktivieren. Achso. Also Essen haben wir auf jeden Fall sattend genug. Das ist schon mal gut so. Töpfer waren. So, was ist jetzt mit Töpfer waren? Achso, warte mal, wir müssen mal gucken. Wir haben hier noch... Was haben wir denn noch so am Start? Produktion. Tongrube. Töpferwaren. So, haben wir das.
Wie kriege ich die denn jetzt hier? Wir brauchen nochmal so ein Lagerdings. Religion, Monumente. Wahrscheinlich sind wir vorher schon bankrott. So. Also ich gehe davon aus, wir sind vorher schon bankrott. Ja. So. Wir haben das große Fest. Wir haben das. Wir brauchen jetzt eigentlich noch um Geld. Wie kommen? Finden Sie einen Weg. Wo kann ich meine Finanzen hier sehen? Was passiert jetzt? Nix. Erreichen Sie geräumiges Wohnhaus. Was ist denn. Diese Wolle kann sich erstmal damit näher aktiv ein nahegelegen, wird sich nachtragen. Hab ich doch. Geräumiges Wohnhaus. Haben wir. Da. Hat bisher 18% ansteuern. Wir müssen also nochmal in den Steuern einen Ticken höher. So. Nahrungsmittel, Nahrung. Ah, okay. Also wir brauchen Nahrungsmittel. Nahrungsmittel bedeutet, in dem Fall, wir brauchen eigentlich nochmal ein Silo. Oh. Ein bitterer Tag, ein solch unrühmliches Ende ist eigentlich undenkbar. Sie haben ihr Volk, ihre Verwandten und ihre Nachkommen enttäuscht. Nun sehnt sich Ägypten nach einem anderen Helden, der ihren Platz einnehmen wird. Ich würde sagen, wir haben verkackt. Wir haben es echt verbockt. Ja gut. Also, liebe Leute, in der nächsten Folge, in der nächsten Woche, probieren wir das Ganze nochmal. Wenn wir Glück haben, kommen wir dann auch nochmal dadurch in Menefa. Beziehungsweise, wie heißt die, weiß dieses Ding? Tralalala, tralala. Zurück zum Hauptmenü. In Pom Pom Pom. Menea bzw. Memphis, ne? Genau. Also sehen wir uns in der nächsten Woche nochmal bei der gleichen Aufgabe und versuchen unser Glück erneut. Ja. Dennoch hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut's trotzdem. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, euer Bauer sein. Tschüss.